Hallo und herzlich willkommen zurück zu Wir Daddeln, The Book of Unwritten Tales, unser tolles Point-and-Click-Adventure. Wir haben alles zusammen, wir haben unsere Karte, wir haben den Helm, wir haben eine Region, eine Karte der Region, wir haben einen Fallschirm, wir haben unseren Helm und wir haben ein Zwergenstarkbier und das überreichen wir jetzt unserem Opa, der hat schon das Zahnrad bekommen. Entschuldigung, Colonel Opa? Mach hin, Colonel Opa. Wir haben keine Zeit. Wir müssen die Welt retten. Abenteuer erleben. Ja, machen Sie Meldung. Und hier ist das Krug mit dem Zwergenstarkbier. Unverdünnt. Hier ist das Zwergenstarkbier, Opa. Um Himmels Willen. Vorsichtig. Da kommt wieder unser Tusch. Damit habe ich alles, was ich brauche. Es wird nicht mehr lange dauern. Mach dich für den Abflug bereit. Jawohl, Sir. Den Abflug? Was meinst du mit Abflug? Ja. Was meint er wohl mit Abflug? Also das meintest du mit Abflug? Ganz recht. Ich habe sie auf die Stadt der Menschen eingestellt. Eigentlich sollten mit der Betsy 2 natürlich Granaten verschossen werden. Aber ich bin ganz zuversichtlich, dass sie auch deine Kapsel ans Ziel bringen wird. Ganz zuversichtlich? Ich will sofort aussteigen. Hör zu, Junge. Ich bin stolz auf dich. Du tust etwas sehr Mutiges. Hier, Wilbur, die möchte ich dir schenken. Eine Fliegerbrille. Deine alte Fliegerbrille? Oh, Opa, ich dachte nicht... Zu langsam, mein Kleiner. Und jetzt kommt Feuer! Deine... Feuer! Oh, da fliegt unser Mörser. Viel Glück. Ich bin still. Bösartig. Interessante Konstruktion. Jetzt bin ich still. Wo ist es? Er hat uns noch nicht verraten, Mutter. Das wird er. Wer weiß sonst noch davon? Der Erzmagier wird es noch nicht wissen. Wir konnten den Diener abfangen, wie du weißt. Aber? Aber? Eine Elfe, Mutter. Sie hat versucht, MacGuffin zu befreien. Sie könnte etwas wissen. Sie soll überwacht werden. Sehr wohl. Und nun, Herr Professor... Unterhalten wir beide uns ein wenig. Zur gleichen Zeit am Fuß des Berges. Ach was, kein Problem. Ich bin eine Elfe. Ich bin fit. Na was wohl? Ich hole dieses Buch aus MacGuffins Geheimkeller und bringe es zum Erzmagier. Nein, die waren schon weg, als ich ankam. Haben den Käfig aufgesammelt und sind auf und davon. Jetzt hängt es an uns, dieses Buch zu holen. Natürlich muss ich nicht, aber... Naja, es scheint sehr wichtig zu sein. Und auch wenn es vielleicht nicht wichtig ist. Diese dunklen Typen wollen das Buch haben. Besser wir holen es aus dem Keller, bevor die es in die Finger bekommen, oder? Dann hilf mir eben nicht. Flieg doch nach Hause. Aber sag meinen Eltern nichts. Undankbares Federvieh. Echt wahr. Ja, ein Glück, dass Ivo das Federvieh versteht. Aber es fliegt nicht nach Hause. Wir können mit Cheep Cheep reden. Cheep Cheep. Hallo Cheep Cheep. Um was für ein Artefakt es wohl geht. Hast du eine Idee, welches Artefakt so mächtig sein könnte, dass es einen zum Herrscher der Welt macht? Nein. Das ist im Meer versunken. Was denn? Nee, der wurde wieder in das Feuer geworfen, in dem er geschmiedet wurde. Nein, ich habe auch keine Ahnung. Es muss irgendetwas sein, das keiner auf der Rechnung hatte. Etwas, nach dem niemand gesucht hat. Im Buch des Gremlins wird es stehen, wenn ich es doch nur schon hätte. Ja, Das zweite habe ich erkannt, aber das mit dem Meer versunken, das weiß ich jetzt nicht, was das sein könnte. Wenn ihr eine Ahnung habt, schreibt es in die Kommentare. Hast du gar keine Angst vor der Vogelscheuche?
Warum macht dir die Vogelscheuche keine Angst? Ja, sicher, als ob. Normalerweise bist du der Erste, der die Flucht ergreift. Mach's gut, Kleiner, und stell nichts an. So, Cheep Cheep bleibt da. Und wir schauen uns erstmal um, was haben wir denn hier? Gestrüpp, eine Gießkanne, Blumentopf, Holzstapel, Steinscheiben, Schornstein, eine Kurbel, Holzkonstruktion vor dem Fenster, ein Brunnenseil und der Brunnen an sich. Ja, fangen wir mit dem Brunnen an, da stehen wir eh daneben. Das Grundwasser ist in dieser Gegend nur ein paar Meter unter dem Boden. Vermutlich ist der Brunnen nicht viel tiefer. Mhm. Also wir können da runterklettern, glaube ich. Habt ihr irgendwas gesehen? Betracht das Brunnenseil. Das Brunnenseil ist an der Winde befestigt. Es sieht nicht sonderlich reißfest aus. Aber du bist eine Elfe. Hast du eben gerade gesagt, du bist eine Elfe. Elfen sind bekanntlich flink, agil und vor allem leicht. Und ausdauernd. Gießkanne. Eine alte Gießkanne aus Metall. Selbst für Gremlin-Verhältnisse ist sie klein. Ein Glück, dass du kleine Hände hast als Elfe. Elfen haben auch kleine Hände. Und spitze Ohren. Mhm. Nehmen wir mit. Eine kleine Gießkanne in unserem Inventar. Betrachten wir mal das Gestrüpp. Unter dem Gestrüpp steht ein Stein. Irgendetwas steht darauf, aber ich kann es nicht erkennen. Könnte ein kleiner Grabstein sein. Guck mal, freie Grabstein von dem Gestrüpp. Ich kann das Gestrüpp nicht mit bloßen Händen entfernen. Es ist sehr dicht und hat Stacheln. Ja, natürlich, für deine schönen, wunder, sanften Elfenhände ist das natürlich tödlich, wenn es Stacheln hat. Die Steinscheiben. Och, herrliche Musik. Ich bin mal kurz still. Genug. Betrachten wir die Steinscheiben. Das ist eine primitive Mühle, würde ich sagen. Man kippt Getreide oben ins Loch und dreht den oberen Stein. An den Seiten kommt dann das Mehl heraus. Ja, praktisch. Wir haben noch die Holzkonstruktion vor dem Fenster. Seltsam. Vor das kleine Fenster ist eine Holzblende montiert worden. Es sieht aus, als könnte man die Blende hochklappen, hängt nur ziemlich weit oben. Okay. Wir haben noch die Kurbel. Damit können wir kurbeln. Kurbeln wir mal. Ah, die Kurbel ist am Brunnen. Komisch, dass der Marker dann hier war. Das geht verdächtig leicht. Wahrscheinlich ist nichts dran. Das Seil ist gerissen und der Eimer dürfte am Grund des Brunnens liegen, dort, wo er niemandem hilft. Sauerei. Lasse das Seil in den Brunnen hinab. Vielleicht später. Wir betrachten erstmal den Kamin. Ein großer, gemauerter Kamin. Die Öffnung des Kamins zeigt nach außen, nicht ins Innere des Hauses. Das ist etwas ungewöhnlich. Es macht aber Sinn, wenn der Professor im Inneren des Hauses kein offenes Feuer haben will. Ja, aber kann man damit dann nach außen? Nee, da heizt man doch nicht nach innen. Betrachten wir die Kürbisse. Ein Kürbisbeet. Nicht sonderlich gepflegt. Vermutlich verbringt MacGuffin zu viel Zeit hinter seinen Büchern und zu wenig in seinem Garten. Aber schöne Kürbisse. Schön rund und orange. Dann betreten wir mal das Haus und schauen mal, was da drin ist. Ivo, lauf schneller, du flinke Elfe. Hübsch, hübsch. Ich finde ja sehr schön gemacht hier den Artstyle. Den ganzen so schön organisch. Irgendwie auch krumm und schief und nicht alles ist dann am richtigen Platz. Sieht halt nicht aus wie gelecktes Elfenmarmor. Wir haben hier den Ofen. Den betrachten wir mal. Das ist die Rückseite des Kamins. Wenn MacGuffin Essen aufwärmen wollte, musste er es nur in einen der beiden kleinen Kachelöfen schieben. Praktisch. Was haben wir hier noch? Betrachte die Leuchtquelle. Leuchtqualle. Eine Standard-Leuchtqualle, wie man sie hier überall findet.
Diese hier leuchtet allerdings nicht mehr und wird es auch nie wieder. Die ist tot, Jim. Betrachte das Chaos. Typisch Junggeselle. Alles liegt durcheinander. Teller, Töpfe, Becher. Und an allem klebt eine Mischung aus Staub, Fett und toten Fliegen. Na. Was heißt denn das? Bist du denn verheiratet? Und jetzt kommt wieder die wunderhübsche Musik. Wir haben hier noch einen Holzzuber. Ein Holzzuber? Etwa halb voll mit Wasser. Warum nicht halb leer? Na toll. Darin schwimmt die Wäsche des Professors. Weiße Hemden, graue Socken, rote Unterhosen. Ja, Buntwäsche sollte man eigentlich nicht da so hineingeben. Gut, wir können ihn nur untersuchen. Jetzt haben wir hier noch den Rahmen an der Wand. Das scheint der Rahmen eines Spiegels zu sein. An den Rändern hängen noch einige Stücke Spiegelglas. Der Spiegel ist so gedreht, dass er den Kamin zeigt. Seltsam. Wir können leider kein Spiegelglas mitnehmen, damit wir dann hier irgendwas schneiden können, oder? Okay, sie sagt dasselbe. Dann betrachten wir das Holzgefäß, was wie ein Krug aussieht. Der Feuerkelch. Der Krug eines Zimmermanns. Okay, ein Holzkelch halt. Was haben wir hier noch? Holzkiste mit Steintruhe. Eine steinerne Truhe, die in einer Holzkiste steht. Die Holzkiste sieht sehr billig aus. Es könnte sich um eine Lagerkiste handeln. Untersuchen wir die Steintruhe. Die Steintruhe ist verziert und auf ihr stehen Schriftzeichen. Ich kann sie nicht lesen. Öffnen wir halt die Steintruhe. Was kann schon Schlimmes passieren? Was soll schon passieren? Na also, Ivo. Sand. Kommt es mir nur so vor oder ist es hier gerade wärmer geworden? Durchsuchen wir den Sand. Die Lade ist bis oben mit feinem Sand gefüllt. Keine Ahnung, ob da sonst noch etwas drin ist. Steck deine Hand hinein. Ich kann den Sand ja schlecht Korn für Korn durchwühlen. Klar. Ja. Einmal mit Profis. Die Steinsäule. Sieht aus wie ein Sockel für eine Statue. Er ist aus Stein und mit seltsamen Schriftzeichen bedeckt. Ich habe eine absolute konfuse Idee, aber vielleicht funktioniert es ja. Benutzen wir die Kiesgarne mal mit dem Sanft. Okay, hat nicht funktioniert. Funktioniert nicht. Schade. Steinkopf. Ein seltsamer Steinkopf. Er ist ziemlich grob behauen, hat aber auch einige feine Verzierungen. Die Holzschachtel. Eine kleine Holzschachtel. Sieht nicht antik oder allzu wertvoll aus, aber trotzdem eine schöne Arbeit. Ja, durchaus. Und wir öffnen die Holzschachtel und wahrscheinlich ist sie verschlossen. Sie ist abgeschlossen. Das hätte ich mir gedacht. Stapeldokumente. Altes Pergament und vergilbte Papiere. Gefüllt mit Texten in verschiedenen ausländischen Sprachen. Adunash und Weston, Quenya und Sindarin. Und technische Zeichnungen in Kustul. Quenya und Sindarin sind Elfensprachen. Aus Herr der Ringe. Obwohl, ich glaube, Quenya ist die Elfensprache aus... Korrigiert mich, falls ich falsch bin. Quenya ist die Elfensprache aus Dungeons & Dragons, Ferun, im Ferun-Setting. Und Sindarin ist die Elfensprache aus Herr der Ringe. Betrachten wir mal das Buch. Ein großes, handgeschriebenes Buch. Es sieht aus, als wäre es häufig benutzt worden. Dann lesen wir das Buch. Es ist das Tagebuch des Gremlins. Vielleicht finde ich hier Hinweise auf den Keller. Mal sehen. Wer hätte jemals gedacht, dass es jemandem wie mir, einem alten Archäologen, zufallen würde, diesen Wahnsinn zu stoppen? Und den Schlüssel dazu fand ich nicht etwa auf einer meiner Expeditionen, nicht in dunklen Kerkern oder feurigen Bergen. Nein, in einem alten Buch habe ich den Hinweis entdeckt. Er muss das Buch meinen, das im Keller versteckt ist und in dem sich die Hinweise auf den Aufbewahrungsort dieses Artefakts befinden. Die Aufzeichnungen enden mitten im Satz. Ich frage mich nur, warum ich noch nichts von Erzmagier Alistair gehört habe. Schon gestern früh habe ich Bechtel mit der Botschaft losgeschickt. Hoffentlich ist ihm... Das war der letzte Eintrag. Vor diesem Eintrag gibt es aber noch einige andere. Die wollen wir hören, weil das ist das, was wir im Intro schon gehört haben. Was steht hier zu Anfang auf der Seite? Ich habe heute die Bücher untersucht, die ich aus dem Grindelgebirge mitgebracht habe. Darunter auch ein Buch über Kräuter und Tinkturen.
Ein altes Kräuterweib behauptete, ich würde darin Rezepte gegen meine kalten Füße finden. Eine einzige Enttäuschung, nur abergläubisches Geschwätz von Froschaugen und Wollsocken. Ich wollte das Buch schon verfeuern, als mir auffiel, dass der Band noch mehr beinhaltete. Eine verstörende Geschichte über das tragische Verhältnis eines Zauberers zu seinem Hausschaf Boris, sowie den Reisebericht eines Feenforschers. Aha. Im Reisebericht wurde geschildert, wie der Forscher auf der Suche nach unbekannten Feenstämmen auf einer Insel in der Westsee strandete. Er hat einige sehr schöne Zeichnungen von Tempelruinen angefertigt, die dort auf der Insel zu finden sind. Ich werde mir einen Spaß daraus machen und die von ihm abgezeichneten Runen übersetzen. Der nächste Eintrag wurde 2 Tage später gemacht. Es ist nur schwer zu lesen. Der Gremlin scheint sehr aufgeregt gewesen zu sein. Es muss der Eingang sein. Der Zorn der Götter ließ den Tempel im Meer versinken. Natürlich. Aber nicht alles. Nicht alles. Bei den Göttern. Meine Hände zittern. Und das, obwohl Bechtel mir einen Tee mit beruhigenden Kräutern gemacht hat, bevor er losgezogen ist. Der gute Bechtel. Er hat ja keine Ahnung, wie bedeutend meine Entdeckung ist. Ich habe ihn zu Meister Alistair geschickt, dem Erzmagier der Menschen. Er soll ihm einen versiegelten Brief geben. Morgen, schon morgen wird Meister Alistair hier sein und ich kann diese schreckliche Verantwortung von meinen Schultern laden. Ich werde kein Auge zutun können. Als nächstes folgt der letzte Eintrag, den ich vorhin schon gelesen habe. Mehr steht dort nicht. Du hast gelesen gesagt, aber eine Übersetzung stand vorgelesen. Ja gut, sie hat ja uns auch quasi vorgelesen. Wir haben ja auch viele Leute gelesen. Ich glaube, heute passiert auch nicht mehr viel mit Kombinieren oder so. Dafür hatten wir einen schönen großen Mörserhagel. Schauen wir uns doch mal hier das Werkzeug an. Ich glaube, das sind Dinge, die der Professor für seine Ausgrabungen benötigt. Pinsel, eine kleine Schaufel, ein Sieb. Nehmen wir doch mal das Werkzeug mit. Ich stecke das Sieb ein. Der Rest sieht ziemlich unbrauchbar aus. Doch, wir kriegen noch ein bisschen Kombinierung. Dann machen wir doch mal ein bisschen Kombinierung. Wir verwenden das Sieb mit der Sand in der Lade. Da ist etwas drin. Tatsache. Ein kleiner Messingschlüssel. Da. Wir haben einen Schlüssel gefunden. Und ich glaube, den Messingschlüssel können wir hier mit der Holzkiste verwenden. Und wieder etwas aufgeschlossen. Was ist drin? Mal sehen. Im Kästchen liegt ein Stück Papier. Ah, dann lesen wir uns noch mal das... Der Zettel ist eng beschrieben. Deus ex machina. Der Geist in der Maschine, lautet die Überschrift. Da ist auch eine Zeichnung von einer Steinfigur. Zu ihren Füßen steht eine Schüssel mit einer Flüssigkeit. Mal sehen. Der Geist in der Maschine kennt alle Geheimnisse dieses Hauses, steht hier. Bla bla. Fülle den Treibstoff in die Schale zu Füßen der Maschine, um den Geist zu wecken. Treibstoff? Ah, hier. Mahle die Bohnen und kippe das Pulver in kochendes Wasser. Fülle den Trank dann in die Schale. Das hatten wir schon. Die Bohnen erhältst du aus der Maschine. Seltsam. Eine Maschine, die alle Geheimnisse des Hauses kennen soll? Krasser Scheiß. Gut, wir haben eine wichtige Notiz aus der Holzkiste bekommen. Vielleicht ist ja noch mehr drin. Ivo, hast du was vergessen? Da ist noch etwas. Unter dem Papier war eine sechseckige Steinscheibe versteckt. Auf der Oberseite hat sie so etwas wie einen Knauf. Okay, ein Knauf mit einer Steinscheibe. Moment mal. Nee, kann man nicht kombinieren. Gut, was haben wir noch hier? Was können wir uns noch anschauen? Den Sarkophag. Sieht aus wie ein uralter Sarkophag. Seltsam. Hier an der Seite sind Scharniere wie bei einer Tür. Interessant. Können wir mal den Sarkophag öffnen, ohne dass wir gleich sterben? Hey. Schade, nur eine stinkende Mumie. Die noch blinzelt. Was haben wir hier? Siehst du, sie blinzelt. Was tust du, Mortimer? Was zum... Hast du gesprochen? Hä? Du sprichst? Ich? Nein. Doch, ganz offensichtlich.
Was ist offensichtlich? Na, dass du sprechen kannst und es auch tust. Aber selbstverständlich. Aber eben meintest du, du würdest es nicht. Warum bist du so komisch, Mortimer? Ich bin nicht Mortimer. Wo ist Mortimer? Heißt MacGuffin der Gremlin-Archäologe, der hier lebt so? Wie? Mortimer. Ja? Du heißt Mortimer? Aber nein! Ich glaube, wir beenden das Gespräch an dieser Stelle. Warum? Ich glaube, du wirst langsam tüttelig, Mortimer. Nein, nicht zumachen. Vermutlich gibt es nur wenig Sauerstoff im Sarkophag. Und deswegen machst du die Tür zu. Ich wollte weiter mit dem sprechen. Ja gut, wir finden schon heraus, was wir mit dem Sarkophag machen können. Vielleicht können wir dann nochmal mit der Mumie sprechen. Aber das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Wenn wir wieder weiter da denn... The Book of... Na mein Gott. Wenn wir wieder weiter da denn... The Book of Unwritten Tales. Und wir haben jetzt, Musik hier... Ägyptische Musik. Ja, also, bis zum nächsten Mal. Tödelö.